Substanzkater hier auch drauf. Ich freue mich auf den ordentlichen Kaffee-Treffen. Zwei können aufeinander. Es ist Dürrenwil, Ali Hassan und Nico Sanselisien. Überragt seinen Gegner um einige Zentimeter. Bin ich jetzt mal gespannt. Nico, mehr der Submission-Artist. Ali Hassan ist mehr derjenige, der die Fäuste sprechen lässt. Rechtsausleger. Beide Rechtsausleger. Egalisieren sich hier damit ein bisschen. Ali Hassan hat einen ganz, ganz interessanten Kämpfer in seinem Rekord, nämlich Philipp Schranz. Philipp Schranz aus Österreich. Ein sehr fähiger, sehr bekannter Kämpfer im deutschsprachigen Raum. Den konnte er einst 2012 K.O. schlagen. Habe ich vorhin die Diskussion mit jemandem oder das Gespräch mit jemandem gehabt, der gemeint hat, wow, das ist schon eigentlich ein krasser Name, den er bei sich im Rekord stehen hat. Und nach diesem Schlagabtausch geben sich beide noch die Brofist. Mal schauen, ob sie sich nach dem nächsten Schlagabtausch wieder die Brofist geben. Frontkick von Ali Hassan, der wechselt hier auch immer wieder die Auslage. Oh, schön. Und bringt die recht ins Ziel. Ali Hassan springt hier viel umher. Low Kick. Ja, Nico noch sehr zurückhaltend. Ali Hassan hat jetzt hier wirklich verrückte Kicks auf Lager. Oh, schöner Low-Kick. Und Nico feuert den ab. Und jetzt sind wir hier im Bodenkampf. Hat er schön gemacht. Und jetzt, wenn man die Beine so weit oben hat, das ist für mich schon ein Indiz, dass es im Bodenkampf hier nicht sehr gut für ihn laufen wird. Jetzt schauen wir mal. Nico hält hier den Mund von Hassan. So ein Oldschool-Trick, ja? Immer so ein bisschen die Luft nehmen, damit zum Draufhalten. Das ist legitim. Das darf man. Und Nico steigt jetzt. Und das wollte wahrscheinlich Ali Hassan eigentlich vermeiden, deshalb die hohen Beine, dass der nicht in die Mount kommt. Mhm. Konnte aber nicht. Ja, nicht verhindern, ja. Jetzt geht er hier zu einem Amerikaner. Ja, obwohl, hält hier schön die Hand fest. Sehr stark von Nico gemacht. Und Rear Naked Choke wird es wohl sein. Der wird ihn jetzt ausstrecken. Das wird es wohl sein. Das wird es sein. Ja, tapped up. Zwei Minuten 15, glaube ich, waren rum. Und dann war es vorbei. Hat er gut gemacht. Im Stand, da waren sie noch ein Match füreinander. Aber hier im Bodenkampf, Nico einfach schön den Rear Naked Choke durchgezogen. Und da war für Ali Hassan kein Land mehr zu sehen. Naja, man hat ja auch gesehen, er konnte im Standkampf auch gut mithalten. Ah, da hier haben wir auch M1-Veteran Ada Adas in seiner Ecke. Stark gemacht. Gratulation.